Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, hier ist unser Challenge-Projekt mit dem Herr Kleinert, mit dem Herr Ludwig und mit dem Herr Müller. Moin. Guten Tag. So, Herr Ludwig. Jo. Also ich würde mal sagen, ich lasse ihn, der Kleinert hier, der macht nichts, wenn er auf der Wiese pisst, dann wisch kurz mal ab und dann passt das. So. Ja, der ist ganz stubenrein, habe ich gehört. Er ist stubenrein eigentlich, ist er stubenrein. Herr Müller, Anton. Nee, was los? Bist du jetzt gerade davor den Spruch da gedroppt hast, waren wir noch ganz auf dem gleichen Niveau, aber jetzt bist du unten nicht im Keller. Mein Sound ist so laut, ich wünsche mir was beim Ludwig. Ich glaube, du musst ein bisschen mehr an deinen Obgas schnuppern. Ich muss mal los, ciao. So ein Clown. Verschwind. Herr Ludwig, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's sehr gut. Ja. Wie geht's denn Ihnen so heute? Gut. Bevor er den Spruch da gedroppt hat. Ja, der ist halt Herr Müller, wie Sie schon sagten, ne? Ja, der ist ein bisschen neben der Spur. Ja, das hat er, glaube ich, nicht mehr gehört. Ja, wenn er da das hört, dann hat er ein super Hörgerät. Ja. Das glaube ich dann aber nicht. Ja. So, wie Sie sehen, sind hier noch nicht alle Teile da. Weil man, das ist halt der Host. Ich weiß jetzt nicht, was ich Ihnen jetzt so sagen sollte. Ja. Haben wir ja gerade schon angeschaut. Da hinten das Güllebecken, da der Schweinestall. Ja. Und gerade ist alles im Wachstum. Also ernten. Haben Sie eine Palettengabel? Eine Palettengabel, stimmt. Die wollte ich noch abholen am Herrn Händler. Der hat die da noch hingelegt. Und dann hat er Feierabend gemacht. Aha. Die sollte da noch liegen. Mhm. Eine kurze Runde mit dem MF drehen. Ja, wollen Sie direkt mal fahren? Ja, wenn ich darf, mache ich's gern. Ja, gerne. Ich öffne mir aber hier mal die Tür, ne? Jo. Können Sie die bitte mal zumachen? Meine Hand ist zu kurz. Ach, sehr nett. Bitte gerne. Sie haben jetzt gesagt zum Händler. Genau, da liegt sie noch. Und was für ein Abschnitt hast du so? 2,1. Na, über meinen reden wir dann lieber nicht, würde ich mal sagen. Warum? Ja, wobei, so schlecht ist er jetzt auch nicht, aber... Naja, deiner ist schon besser. Sind bei Ihnen auch so viel schlaglicher oder ist das nur bei mir? Na, das also... geht eigentlich ein bisschen, aber... Aber sie fahren anscheinend wirklich sehr professionell. Auf der imaginären Linksabbiegerspur waren sie gerade, glaube ich, oder? Ja. Kann sein. Wissen Sie, käme ich da noch nicht so aus, da muss ich öfters auf die Landkarten schauen, wo es hingeht. Ah. Ja. Leider ist habe ich hier den super Sparpreis gemacht. Hier habe ich dann leider nicht die Map, also Navi im Träger drin. Mit GPS haben sie vergessen. Aber macht nichts. Hui, da sind aber viele Schlaglöcher, muss ich sagen. Der ist überbewertet. Das 30er-Schild, das werden wir gleich abmontieren, damit der Herr Polizist freit hat von uns zwar. Ja, das aber hab ihn heute noch nicht gesehen, du. Also konnte noch rasen und umspritzen werden. Ja. Schreiben wir es nicht so laut. Die Herren Kollegen da. Nein. Also die Stolz. Hinten bewegt sich noch irgendwas, oder? Ah, ne, aber oh Gott, wenn man von ihm redet, dann ist er da direkt. Ach Gott, guckst du mal, wie der fährt. Oh mein. Das ist ja sehr professionell. Und jetzt direkt wieder zu Ihrem Hof, oder wie? Ja. Also oder wollen Sie noch irgendwo einen Zwischenstopp machen?
Nur eigentlich nicht. Also sonst kommt morgen noch eine Lieferung vom Händler. Ah, dann fahren wir morgen nochmal her. Ja. Gott, haben sie jetzt den Herrn Müller verhaftet da hinten oder was? Wo? Ah. Oh Gott. Also der Herr Polizist und der Herr Faul, die fahren auch ein bisschen komisch. Ja. Wir reden mal lieber nicht über den Herrn Fahrstil. Also da machen die das schon sehr gut mit der immer die lärmen Linksabbiegerspur. Mhm. Ja. Wie viele Versuche hast du so für einen Führerschein gebraucht? Nur einen, warum? Ja, nur ein Versuch, du, das ist. Wundert mich über deinen Fahrstil. Ja, man muss sich ja wieder umgewöhnen. Nur Abi schreiben muss man mal wieder sich an die Realität gewöhnen. Ja. So. Ich hab da schon wieder was gesehen. Da hat einer wieder das Fenster offen lassen. Ah, das war doch der Herr Müller noch gewesen. Hat wieder hier alles rumgespielt. Ja, der hat überall seine Fettgriffel dabei. Ja, auf jeden Fall. So. Sonst regnet es noch eine. So, dann werde ich mich da mal kurz um ihre Paletten kümmern. Das ist natürlich sehr gut. Also da Schweinefutter, Dünger und dann da machen wir Saatgut. Ja, wahrscheinlich werde ich dann keine Paletten mehr kaufen, sondern das hier reinschütten. Das ist ja ein bisschen günstiger dann. Ja, aber für einen Anfang reicht. Ich muss sagen, der Lieferant hat das wirklich wie ein Profi hier abgestellt. Das ist alles sehr gerade. Ja, man muss so ein bisschen mit dem Joystick umgehen können. Naja, er hat es eilig, glaube ich, gehabt. Mhm. Upsala. Uppsala, das ist, glaube ich, eine Stadt. So. Wollen Sie ganz hinter oder soll ich es so stehen lassen? Ja, das können ist eigentlich egal, aber können Sie gerne nach hinten. So. Passt. Wo darf ich den Marcel Ferguson wieder hinstellen? Den Marcel Ferguson, ja, ich würde sagen, hier in die Holzhalle, oder? Also Überdachung meine ich. Im Unterstand. Ja. Sehr solide, der hat, glaube ich, schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Ja. Aber sieht doch ganz schick aus. Müsste da frisch lackiert sein, weil so schön wie der glänzt. Ja, ja. Jo. Aber hier unten bei unserer BGA. Was halten Sie denn so von Grassilage und Mais-Silage? Also was finden Sie besser? Hm. Grassilage, würde ich sagen. Ja, das ist günstiger, ne? Ja. Abmähen, zack, eine Fermentung geht schon. Ja, da haben Sie recht. Beim Mais müssen wir ja viel mehr machen. Düngen, ansehen, häckseln. Ja, und leider ist auch noch nicht mein das Gerät für gegen das wie heißen das Spritze angekommen, weil ich habe schon gesehen, wir haben auf unseren Feldern ein bisschen Unkraut. Die Herbizidspritze. Ja, die ist leider noch heute noch nicht angekommen. Mhm. Wer hat mal Dorn gesät? Das wurde mir hier gemacht, da habe ich dann ein bisschen mehr für bezahlt. Aha. Ja, beim anderen Feld habe ich dann natürlich angesät. Das ist, sollte das Feld 44 sein, dann auf der Gemeinde. Mhm. Muss ja sagen, es wäre sehr verlockend, dass wir die Felder um den Herrn Müller kaufen, dass wir den ein bisschen einsperren. Das fände ich amüsant. Mhm. Ja. Gibt es da irgendwo eine Wiese? Weil eine Wiese bräuchten wir auch noch. Warten Sie schade, kurz. Da gibt's keine Wiese. Keine Wiese. Bei uns hört die 102.
Wie wäre denn die Wiesen 59 oder ist die ungünstig? 59. Wo ist denn die? Die ist in der Nähe vom Händler, glaube ich. Ah, gegenüber Direktor beim Feld 42. Ja, aber da ist ja diese nervige Baustelle schon die ganze Zeit. Ja. Hm. Die werden da, glaube ich, auch nicht mehr so schnell fertig, ne? Na. Ich hör da schon wieder irgendwas fahren. Ja. Oh, die Polizei kommt schon wieder. Oh, nee, du. Ja, fährt aber nur vorbei. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, das mit der Wiese werden wir uns nur überlegen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, jetzt haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, oder? Na? Meine Polizeipräsenz ist hier eigentlich schon sehr hoch irgendwie. Ja. Also das Geilste auf dem Hof bei Ihnen da, das ist das mit Maskenpflichtschild. Ja. Und direkt ich sehe auch schön, wie Sie eine tragen. Ja. Ja, ich natürlich auch nicht. Ja, wir sind geimpft, ne? Das passt doch. Wie viel haben Sie sich dann vorgestellt, an Schweinen zu holen? An Schwein für diesen Schweine, ne? Da hätte ich mir eigentlich eine etwas größere Menge, weil Sie sehen ja, hier ist viel Auslauf eigentlich. Aber ich würde dennoch trotzdem auf Tierwohl setzen, also. Also auf großen Freilauf und so. Ja, aber. Aber es sollten schon jetzt eine Menge sein. Hm. Muss halt profitabel sein. Das lohnt sich ja auch nicht, wenn ich da dann zwei Schweine hole. Jo, na, so 100 wären schon. Ja. Würde ich auch denken, dass das passt. Jo. Und, so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist natürlich schade. Jo. So. Ja. Wie viel, das ist Gülle. Wie viel Kubikmeter gehen du eine? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie viel da nochmal drin ging. Müssen wir mal den Bauhof holen. Ist mir gerade aus dem Kopf gefallen. Oder so. Ja. Jo. Passt. Ich glaube, ich werde auch meinen Premium-Mercedes-Leasing kündigen. Das ist einfach nur rausgeschmissenes Geld. Hm. Andererseits, ein Mercedes ist ja schon eine schöne Sache. Jo. Überhaupt der S63 AMG. Ja. Aber wenn wir dann hier mit dem Gras-Silage machen irgendwann, ja, wäre es wahrscheinlich dann auch ganz sinnvoll, dass wir einen Teleskoplader oder Radlader kaufen, weil ich glaube, hier mit dem Frontlader sind wir ein bisschen länger dann zugange, oder? Ja, da werden wir uns, glaube ich, einen großen Radlader holen. Ja, Radlader oder Kompaktlader, wofür wäre es? Ja, kommt drauf an dann. Ja, Alter. Wenn, also preislich gesehen, wäre für mich natürlich besser, einen Teleskoplader zu holen. Hm. Ich könnte den ja, hier liegt irgendwo noch so die Zeitung vom Händler rum. Jo, der Katalog, den werden wir uns dann mal schauen. Ja. So, aber dann ist der Arbeitstag auch schon wieder rum, würde ich sagen. Oder? Ja. Machen wir etwas. Ja, das... Der ist auch rum. Jo. Hä? 17.48 Uhr haben wir hier. Jo. Also ich würde sagen, wir machen heute Feierabend. Jo. Soll ich die noch rausfahren? Nein. Ich komme dann schon von allein. Ah, das ist doch gut. So. Meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar, schaut beim Herrn Kollegen vorbei und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao!